Hallo, hier ist wieder eure Deria. Heute ziehe ich für die ersten drei Sternzeichen Widder, Stier und Zwilling eine Tarotkarte aus der großen Arkana für die Woche vom 9. bis 15. Oktober 2017. Und zusätzlich ziehe ich noch erstmalig eine Zusatzkarte dazu. Ich beginne mit der ersten Tarotkarte und zwar für den Widder. Deine Tarotkarte, lieber Widder, ist die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin. Diese Karte steht für deine Kräfte und dein Feingefühl und sehr oft für die unerklärliche, doch tief verwurzelnde Gewissheit. Du hast bisher geduldig und abwartend auf eine günstige Gelegenheit gewartet, weil du dich noch nicht entschieden hast, wie du weiter vorgehen wirst. Die Zusatzkarte gibt dir dazu noch ein klares Zeichen, ob jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist. Denn deine Zusatzkarte ist das Ass der Schwerter. Und diese Karte ist das Ass für eine große Chance, die in dir liegt. Du musst sie entdecken und entfalten. Hier geht es um deine Unternehmungslust, dein Elan und der Mut zum Risiko. Du hast für deine Vorhaben große Entwicklungsfreuden gesehen und erkannt, dass diese für dein Vorankommen von Bedeutung sind. Du musst dir aber im Klaren sein, ob du diese Chancen nutzen willst. Wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du es jetzt tun. Wir kommen zu der nächsten Ziehung, und zwar für das Sternzeichen der Stier. Deine Karte, deine Tarotkarte ist der Turm. Diese Karte zeigt dir, dass du dich von einer Mauer umgeben fühlst, die dir den Glauben von totaler Sicherheit gibt. Du bist aber im Moment sehr erregt, weil du gerade diese Schutzmauern eingebrochen sind. Du siehst sie eingebrochen. So fühlst du dich wehrlos und deinen Ereignissen ausgeliefert. Doch vertraue darauf, dass das, was dich momentan erschüttert, gerade der Durchbruch zu deiner Freiheit ist. Und das wird dir durch deine Zusatzkarte bestätigt. Denn deine Zusatzkarte ist die Karte der 8 Münzen und zeigt dir den Beginn eines aussichtsreichen Neubeginns. Doch du weißt, dass du am Anfang stehst und deine Erfahrungen noch nicht ausreichend sind. Doch wenn du genügend Geduld aufbringst und du dich nicht überschätzt, dann wird dir dein Vorhaben gelingen. So, jetzt zu den Zwillingen. Deine Tarotkarte, lieber Zwilling, ist das Schicksalsrad. Wir erleben unterschiedlich unser Schicksal, genauso wie wir unserem Schicksalsrad gegenübertreten. Bisher hast du deine Situation bezüglich und entscheidend deines Einflusses betrachtet. Wenn überhaupt, hast du immer auf die Gunst der Stunde gehofft und auf deren Gelingen. Du meintest, dass es nicht an der Zeit war, deine Vorhaben zu verwirklichen. Denn du brauchtest noch Zeit, um zu anderen höheren Einsichten zu kommen. Aber jetzt ist es die Zeit, dieses zu überdenken. Das wird deutlich bei deiner Zusatzkarte, nämlich die Karte der 5 Schwerter
prophezeit dir die Konflikte, Tiefschläge, Niedertracht und Demütigungen, die auf dich zukommen können. Eigentlich ist das die gemeinste Tarotkarte. Sie sagt allerdings auch, dass die sogenannten Sieger keine lange Freude haben werden, sondern nutze deine aggressive Haltung und schütze dich vor über Leichen gehenden Menschen. Nimm die Schlacht an und zeige, dass du für hinterhältige Angriffe gut gewappnet bist. Halte durch und du gewinnst auf ganzer Linie. Das waren die ersten drei Ziehungen für die Sternzeichen und morgen geht es weiter mit den nächsten drei Sternzeichen, nämlich den Krebs, Löwe und Jungfrau. Also, bis morgen, meine Lieben. Herzlichst, eure Diria.